Sind die schon weg oder was? Ist natürlich doof hier, ne? Kappe hier dran. Da sieht die Kamera ja gar nichts. Wo sind die denn jetzt lang gefahren? Ich denke, die warten immer an der Kreuzung. Ich wusste jetzt gar nicht rechts oder links, ey. Müssen wir echt mal ein bisschen was lernen bei uns. Kriegst du da? Ja. Ja, vor allem, warum kann man denn nicht mal warten, bis alle ihren Helm anhaben und, also. Schön, schön. Ja, jetzt stehen sie hier, weißt du, jetzt stehen sie auf der Straße. Gut, dass ich keine Drohne mitgenommen habe. Oh, es gibt uns die Routen, wir fahren hier selber. Drohne ist frei. Immer noch frei. Alle drei hier. Was bist du am Meckern, Alex? Ich hab gesagt, ich muss mir die Landschaft bei dir Video angucken. Ich fahre hier nur mit Tunnelblick. Ach so. So schnell? Ja, jetzt noch nicht, ne? Aber ich sag mal so, Zeit für rechts und links mal schön zu gucken ist hier nicht, ne? Wenn die Kurve voll hast. Nein, nein. Aber ich bin ja nicht für Spaß da. Olaf, wie viele Karten hast du denn mit für deine Insta? Eine Karte habe ich mit, eine Giga. Ich dachte, Laptop mit, was weiß ich, 500 Giga frei. 100, wie viel? Ich habe 1 Giga da drauf. 1 Gigabyte? Nee, stopp mal, hier sind diese 128er oder was? Nee, die sind eine ganz große da, irgendwie so eine 1000 Giga hat die, glaube ich. 1 Terabyte? Ja, genau, 1 Terabyte, das war's. Das war's Techniker, Mann. 1 Terabyte Karte? Oh, die war mal teuer, wa? Jo. Dass die überhaupt angenommen wird von der Karte, von der Kamera. Das stand ja drin. Ja? Bis 1 Terabyte kann das Ding. Na gut, 1 Terabyte kannst du dann, ja, so 4 Tage durchfilmen, wa? Ja. Aber wie gesagt, ansonsten stimme ich das in einen kleinen Laptop rein und ziehe die Sachen runter, dann mach ich's wieder leer. Ach, Laptop hast du auch noch mit? Ja, so ein Netbook. Will der denn jetzt hin? Ja, das soll ich jetzt die Tankstelle, ne? So eine Supermarkt. Supermarkt-Tankstelle oder was? Na, hinten kannst du abspritzen. Jo. Juhu! Hör mal, ich habe jetzt noch 350 Kilometer Restreichweite und er sagt, wir sollen alle voll tanken, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Wenn der voll tankt, dann hat der auch gerade mal 350. Ja. Kommt's egal. Geschlossen. Bist du? Guck an. Geht schon los. Ist der Fermé. Abspritzen können wir hier gerade. Ja, ist auch zu. Gut, dass ich eine GSA fahre. Kein Sprit. Alles leer getankt wahrscheinlich. Ja. Hör mal, gibt's hier keine normalen Tankstellen? Ich habe keinen Bock auf so einen Supermarkt-Sprit. Dafür ist billig. Hey, da kommen wir ja ganz schön angeschossen, ey. Ja. Vernünftige Tankstelle, warum bin ich gleich so? Da wird die überhaupt auf hat. Ach, ist auch schon im Arsch, wa? Wieder ein Argument für die Große. Was denn? Ich sag, wieder ein Argument für die Große. Ja. Wacker, wacker. Gas. Ja, es hat aber auch jetzt so ein bisschen was mit der Politik hier zu tun, ne? Das kann schon sein, ne? Aber wenn dafür der Sprit billig ist, kann mir das egal sein. Wir werden schon eine Tanke finden, ist ja nicht so dringend. Ja, wenn du dann in Toronto fährst, das ist natürlich bis am Arsch hier. Ja, ja, und jetzt fahren wir blöd im Kreis und suchen eine Tankstelle. Man kann auch mal gucken, was aufhat, ne? Oh, jetzt hat er die Strecke fahren und fertig. Irgendwann wird er so an der Ortschaft kommen. Ist aber nicht in Deutschland. Ja, weiß ich, die Vogesen, jetzt rumeierst und den Sprit verfährst. Ja, ich glaube nicht. Durch die Vogesen, da kommt gar nichts dann. Fährst einfach durch den Wald. Aber ich bin jetzt echt cool. Lecker Brötchen gab's hier, du.
In der GSA kannst du echt cool sein. Scheiß drauf. Kommt jetzt sogar noch nach Hause. Ah, jetzt habe ich es. 590. Jetzt habe ich aktuelle Höhenmeter. Ja. 539? 593 habe ich. Und jetzt habe ich da 540 an. Ja. 600. Meter. Ja, ich sitze auch ein bisschen höher. Ja. Col de la Salanche. 585 ist der hoch, wo wir jetzt hochfahren. Kann keine Anzeige schon nicht richtig sein. Wie hoch ist der? 585 stand da. Okay. Hier wird sie auch 595 irgendwas. Ich habe jetzt hier 643. Das ist da nicht richtig kalibriert. Was ist denn los da mit dem Horst? Macht er schlapp oder was? Ja, vorhin ja, haben wir ein bisschen gefahren. Ne? Er muss sparsam fahren, ne? Ja, ganz gut. Ja. Oh, no, 130, will ich mal weniger. Ja, zur Not geben wir dir was ab. Einer Schlauch mit. Ja, was nützt es dir, wenn der Sprit in Frankreich billiger ist, aber nirgendwo kriegst du welchen, ne? Ja, eben. Da nützt dir alle nichts. Jetzt zahle ich doch lieber 2 Euro und ja, hab 6 Zapfsäulen. Eine Kassiererin. Uiuiuiui. Schön. Aber die Strecke ist schön, ne? Also lässt sich gut fahren. Ja. Was wie im Sauerland. Hat sich gelohnt. Die Straßen sind aber hier schon ganz in Ordnung, sag ich mal. Nicht so viel, ganz so viele Löcher. Oh, im Moment ist frei, ja? Frei. Ja. Sag mal, wo tanken die denn, die Franzosen? Hast du gesehen, das Fahrrad, dem Typen? Ja. Der Puppe. Schön. Kopf hoch in die Ecke. Ja. Oh, die Böllknochen erheben, ey. So eine ja, ey. Wo will der denn jetzt noch hin, ey? Tankstelle suchen. Ein Ort weiter. Vielleicht hat es ja da noch Sprit. Ja, hinten an der Autobahn, da gab es auch noch eine Tankstelle. Ja, teurer als in Deutschland kann es ja auch nicht sein. Ja, das haben wir jetzt auch schon verfahren. Essen, guck hier, Karim. Wo? Ja, oh, nicht. Hühner, Eier. Ja. Oh. Alarmhühner. Was haben die Franzosen immer mit den Fahrrädern hier? Warum stehen denn hier überall Fahrräder rum? Tour de France oder was? Ja. Tour de France, das kann sein. Tour de France, vielleicht liegt die hier lang. Das kann sein. Ja. Aber in den Bergen fühlt sich der GS-Boxer wirklich pudelwohl, ne? Der Durchschnittsverbrauch sinkt, ey. Ja, Hauptsache du fühlst dich von 5,8 auf 5,1 schon runter. Fühlst du dich denn auch pudelwohl? Was? Was denn? Fühlst du dich denn auch pudelwohl auf dem Ding? Ja. Das ist schön. Alles gut. Auch mit dem Gepäck. Passt.
kann mir vorstellen, wenn du hier auf die 2.500 oder 3.000 Meter fast fährst, dann ist das schon ganz schön frisch. Ja. No. Ja, Steinchen. Wenn wir wahrscheinlich nur 5 Grad haben. Aber noch ist das Hoch ja nicht da. Es fängt ja jetzt erstmal an, wieder ein bisschen wärmer zu werden. Attention in uns. Aufgepasst, Elefanten. Enfant ist Kinderle, Kinderlis. Achim, du überraschst mich wirklich immer mehr. Wo hast du denn das Französische gelernt? Ja. Auto? Du, der war ja mal, der ist ja zur See gefahren. Da kennt man alles. Da waren wir in La Rochelle ein paar Wochen gelagert. Ja, gut. Da, wo wir das U-Boot da gedreht haben. Weißt hast du dir die Sackratten da auch geholt? Nee, die hat man nicht. Da darfst du wahrscheinlich keine Kinder schlagen. Könnten die eigene sein, oder? Ein Käfer. Halb 10:03, so erinnert die Oma. Aus Leo kommt der. Wo ist das denn? Leongang müsste das sein. Oder Leonberg, glaube ich. Ne? Leonberg. 2? Kommt was? Nee, von vorne kommt nichts. Da ist immer noch frei. Alles frei hier vorne, also hier kommt nichts. Ich bin durch, die beiden noch. Ja, jetzt hätte man sie da haben müssen, da könnte man den Bescheid sagen. Ah, da kommen sie schon. Ich denke, die sind so schnell, die hinfahren. Wir bremsen nicht zu viel aus wahrscheinlich. Deswegen lassen sie mal Luft. So. Da war alles wie ausgestorben, ne? Die ganzen Käfer. Die sind alle unterwegs und suchen Tankstellen. Wahrscheinlich. So, kurzer Tankstopp hier. Dritte Tankstelle. Handy verbunden. Dritte Tankstelle hat er auf. Ja, heute knacken wir die 5000 Kilometer. Oh, ist so stressig irgendwie, ey. Ist der jetzt schon wieder gefahren oder was? Ja, jetzt steht er da. Der irgendwie ein auf der Fahrbahn dann nochmal, ne? Ja, im Kreisverkehr steht er. Meine Fresse, ey. Ey, das war doch jetzt hier wieder. Ich verstehe das nicht, ey. Ich muss mir immer sagen, dass er vielleicht das dann abfahren soll, wenn alle anderen auch mal fertig sind. Ja, nicht einfach nur fahren, sondern mal, wenn man schon in dieser Gruppe ist, gibt es ein paar Gruppenregeln. Das zählt auch dazu. Jetzt haben wir ein Auto in der Gruppe. Nur geh essen, nur HPs. Ja. Gendarmerie. Durch den Westenhellweg hier. Oh. Was, Westenhellweg? Willkommen in Dortmund. Ja. Ja, also irgendwie ist meine Kamera abgekackt. Nee, gar nichts mehr, tut nichts mehr. Ja, du, ich schalte ein und dann klingst du ein bisschen auf und dann geht es wieder aus. Ist Akku leer? Oder dann ist Akku leer. Ja, aber ich lade ihn auch die ganze Zeit. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch die Karte zu groß, dass er das schlecht bearbeitet. Nee, das hat ja vorher nicht funktioniert. Also an und sofort wieder aus, dann ist der Akku leer. Ja.
Aber du hast ja auch keine Zeit in den Pausen, dich darum zu kümmern. Nee. Dann geht sofort weiter, ja. Weißt du? Du kannst ja mal, ein Foto machen, ey. Ja. Aber dafür suchen wir erstmal ganz lange eine Tankstelle. Naja. Bin auch noch nicht dazu gekommen, die Heckkamera dran zu machen. Der Chris, der macht das schon klar, der heute Abend. Womit? Was denn? Ah, die nächste Tour wird besser. Platten und Silber. Ja, ist auch besser. Und dann ein grünes Fähnchen hinten ist toll, Achim. Ja, ne? Sieht man doch. Ja. Schade, dass ich das nicht filmen kann jetzt. Was wolltest du filmen? Hast du denn deinen auch an Dauerstrom, Chris? Ja, also, nee, jetzt noch nicht. Ich muss da glaube ich mal umbasteln nachher. Ich weiß auch nicht, was der Scheiß ist. Du hast ja keine Zeit, hier mal Kabel reinzustecken, eine Kamera dran zu klemmen. Vielleicht funktioniert das nicht mit Dauerstrom. Also, das kann ja auch sein. Doch, funktioniert. Oh, habe ich ja schon getestet. Ja? Ja, ja. Kannst den ganzen Tag mit filmen. Vielleicht ist der Stecker auch nicht da. Vielleicht ist der Stecker auch nicht da drin, richtig. Ja, ich habe gerade schon geguckt. Also das habe ich vorhin gerade in der Stadt probiert, wo wir an der Ampel standen. Da ist alles richtig drin. Frei, immer noch. Alles frei. Kein Gegenverkehr. Ja, und die anderen können uns nicht hören. Arschlecken. Aussicht hier. Jo. Oh, ja, da musst du gar nicht so ein Foto machen hier mal. Das ist schön. Oh, Fahrradfahrer in der Kurve. Fahrradfahrer. Ali. Ali. Auto von also wenn wir auf den Pässen sind, ne, dann halten wir mal zwischendurch mal an, wa? Mach mal ein Foto. Ja, ja. Würde ich auch mal sagen. Digga. Barbie. Ja, das sind sogar die Deutsche. Waren das Deutsche? Ja, die haben das Kennzeichen gehabt. Kann ich dir noch nicht sagen, hier ist alles frei. Alles hier ist frei. Alles frei. Alles frei. Frei, Oliver. Alles frei, alles frei. Alles frei. Danke. Kommt durch. Kommt dir gar nichts. Fahren wir jetzt hin. Col du Bonhomme. Homme. Thank you.
einfach. Oh, hier ist aber Giraffe. Wohnmobil? Die Piste. Ja, bis jetzt habe ich nur Fotos von Tankstellen. Und die sind schon selten, ne? Ja. Tausend Meter gleich. Ich habe schon 1028. Aber jetzt wäre kühler, merkst du sofort. Ja. Auch im Rad. Da muss man eher aufpassen, ich kann zu spät auf der Straße. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal Steinschlag gehabt. Vom Chris. Boah, ey, Junge. Da siehst du die Steine vom Chris vom Hinterrad mir fast in die Fresse fliegen. Ja? Ja. Ja, der klebt so, der Reifen, ne? Oh. Dann halte ich auch mal lieber ein bisschen Abstand da. Mal wieder. Ach, dann kriegst du auch Steine vor mir ab? Naja, nee, nee, ich war immer so ein bisschen versetzt, dann ging sie vielleicht vorbei. Ach, ihm sitzt ja auch tiefer. Ich fliege über ihn drüber weg. Ah, genau. Zeit für Sitzheizung. Lava. Ja, aber. Ich habe noch nicht mal Griffheizung an. Ja, meine Handschuhe waren ein bisschen geklappt. Da habe ich irgendwo angemacht. Akku ist fast leer. Akku ist fast leer. Kann sein, dass ich gleich weg bin. Dann sehen alle leer. Chris, oder was? Ja, ja. Hast du nicht aufgeladen? Ja, doch. Akku ist fast leer. Ja, ich bin gleich weg. Oh, voll weggerutscht vorne. Ja, da ist jemand Stein in der Kurve. Vorsicht. Ja. Ich sag doch, ich sehe die ganze Zeit, wie du hinten Steine hochschmeißt. Ja. Leck mir am Arsch hier, das wär's schon gewesen. Mal, wie viel Schotter haben die denn hier drauf geknallt? Ja. Kannst du das sehen? Guck mal auf mein Hinterrad. Wenn das so aussieht wie mein Chris, dann siehst du hinten die Steine vom Hinterrad hochfliegen. Ja, sehe ich. Deswegen immer so ein bisschen rechts von dir. Ja, und vielleicht nicht ganz in der Mitte fahren. Ne? In der Mitte liegen erst Steine. In der Mitte von der Fahrspur, nicht in der Mitte von der Bahn komplett. Jetzt habe ich aber einen Dämpfer gekriegt hier. Hat er doch schon die ganze Zeit gesagt, du schmeißt den Stein hoch. Ja, aber ich habe nichts gemerkt. Jetzt sehe ich es auch erstmal. In der Mitte hier, ne? Ja. Das verstehe ich auch, warum ich so langsam fahren. Hört ihr mich noch? Ja. Dann mach gleich mal 30K gleich dran, fertig. Ja, die 50er irgendwie, so richtig war das kein Wurf, ne? Das 30er, das läuft zuverlässiger. Ja, 50er ist halt nach 4 oder 5 Stunden leer, ne? Beziehungsweise nervt dich dann schon mit der Akkumeldung. Ja. Na gut, ich habe es jetzt auch vergessen, gestern Nacht aufzuladen. Hatte es heute Morgen nur dran. Akku ist fast leer. Einstellige Werte, die sind schon ein bisschen frisch jetzt hier, ne? Aber das ist ja eigentlich. Ist doch gerade wieder zweistellig. 9 Grad. Akku ist fast leer. Jetzt hier, also knapp über 1000 Meter. Wenn du jetzt vorstellst, du gehst nochmal 1000 Meter hoch oder 1500, da wird das schon so 0 Grad sein, denke ich mir. Akku ist fast leer. Boah, ja, Sena, ich hab's jetzt langsam verstanden, dass der Akku fast leer ist. Alle 30 Sekunden die Warnung, ey.
Akku ist fast leer. Hallo. Sagen so, bis jetzt Vogesen. Nicht schlecht, schöner kurviger Verlauf. Keine zu engen Spitzkehren, kein Rumgehacke. Kann man richtig schön flüssig Kurven fahren. Gefällt mir. Na gut, vorhin ein bisschen Schotter auf dem Asphalt gehabt, als das Vorderrad etwas weggerutscht ist. Aber ansonsten sind die Straßen eigentlich hier im recht guten Zustand. Ja, seit Anbeginn an hier der Tour ab Menden, ab Sauerland sind wir jetzt hier ziemlich genau 600 Kilometer gefahren. Es geht. Jetzt quasi an zwei Tagen, an zwei Tage verteilt. Was ist das denn? Hier gibt es auch was zu essen. Oh, sieht doch ganz gut aus. Da hätte man schön sitzen können. Ja, hat halt auch Nachteile, so eine geführte Tour. Man muss sich zwar um nichts kümmern, um keine Planung, kein Hotel buchen und, die Routen und so weiter. Aber man ist dann auch, wie gesagt, dann auch nur so ein Mitfahrer. Muss sich nach der Gruppe richten, beziehungsweise nach dem Gruppenguide, nach dem Leader. Klar nimmt er natürlich Rücksicht, auch auf die Fahrweisen und, dass jeder so auf seinen Genuss kommt, seinen Spaß an der Tour hat. Auch schön hier. Schöner See hier nebenan mit schönen Bergen. Schön Bergmassiv hier, herrlich. So, wo geht's lang? Ich lese es am besten nicht vor. Auf der D48. Was ist das denn hier? Französischer Friedhof für Soldaten wahrscheinlich, für Gefallene. Ach schön hier, wie in Österreich. Herrlich, schön, schön.
Schön, schön. Und der Alex ist auch wieder hinter uns. Ja, mal hoffen, dass wir gleich die Pause machen, wo ich dann mein anderes Sehner dran pflanzen kann. Erstmal gucken, dass ich die Kamera nicht abfahre, das ist knapp hier. So weit darf die gar nicht raus. Hey, wir fahren Richtung Epinal auf die 68 D417. Exzidenz. Wahrscheinlich Unfallstrecke, ne? Erster Tunnel hier.
je nachdem, was es ist, mach, oder? Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen hier, dieser Pass. Au Berge, auf jeden Fall nicht schlecht. Verkehrstechnisch geht's eigentlich. Habe ich mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Gut, das eine oder andere Auto muss man natürlich überholen. Aber ansonsten ist das hier die Armee von Liechtenstein. Cool. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, ne, meine Lieben.